Jo, schönen guten Morgen. Wir haben kurz vor neun und der Servicetechniker darf heute wieder ein bisschen was tun. Also viel ist es auch wieder nicht heute, leider. Ja, und ihr seht richtig, ich habe meine Winterjacke an heute Morgen, denn wir haben gerade mal 7 Grad und es regnet. Ne? Also für Ende Mai ein echt unglaubliches Wetter. Und es soll ja jetzt zum Wochenende hin besser werden. Ne? Bin mal gespannt. Ja, ich habe jetzt für heute Morgen 2 Glasfaseranschaltungen bei 2 Privatkunden, Gott sei Dank im Raum Tuttlingen, was mir bei den Spritpreisen wirklich entgegenkommt. Ja, aber heute Mittag sieht es dann wieder echt mager aus. Und ja, so wie die ganze Woche abgelaufen, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas kommt. Naja, jetzt bin ich mal unterwegs, brauche eine Viertelstunde, fahre zum Kunden, Laser drauf, klatschen an den Technikstandort. Und dann wird hoffentlich alles soweit funktionieren. Ja, und so sieht der Blick nach vorne aus. Ne? Also sehr trostlos. Ja? Wer schönes Wetter hat oder besseres Wetter, kann sich ja gerne mal kurz melden. Ne? Jo, in wenigen Augenblicken bin ich beim Kunden. Das ist also so ein Kaff bei Immendingen, also nicht direkt in Immendingen, sondern in der Nähe. Ja, ich fahre ja gern Auto, ne? Also, ich habe mich natürlich verlesen, das war ein Termin für nächste Woche, ne? Hervorragend, und jetzt fahre ich zum eigentlichen Kunden, ne? Das sind aber nur 12 Kilometer, Gott sei Dank, also los geht's. Jo, jetzt bin ich gleich beim Kunden und ich befürchte, dass die Stories jetzt da ein bisschen hakelig werden, weil ihr wisst ja Bescheid, Mobilfunk empfangen, ne? Hier in der Region und ja, überall immer ein bisschen problematisch, und gleich bin ich relativ ländlich, ne? Deshalb Geduld. Ich bin mit Kunden vor Ort, habe mir jetzt auf die erste Phase angeklemmt mit dem Laser und fahre jetzt zum Technikstandort. Ja, ich bin gleich am MFG, und an diesem MFG ist eines meiner erfolgreichsten Videos bei TikTok entstanden. Ja, aber MFG ist natürlich nicht so toll, wenn es regnet. Ne? Jetzt muss ich schon gucken, dass da nichts passiert. Ja, ich muss hier mit allen Tricks arbeiten, dass es hier nicht reinregnet, ja? Dass die aktiven Komponenten nicht nass werden. Habe jetzt hier mal den Schirm so aufgespannt. So, Phase kommt an. Hier blinkt's, ne? Ja, ich bin jetzt klatschnass, aber zum Glück die Technik nicht, und es ist entscheidend, ne? Also hier, es regnet ohne Ende hier, ne? Übel. Jetzt geht's wieder zum Kunden. So, mittlerweile bin ich wieder beim Kunden und habe jetzt die Fritzbox inklusive Medienwandler in Betrieb genommen. Jetzt mal einen Speedtest, und dann hoffe ich, dass alles okay ist. Ja, ist auch erledigt, und ja, hier regnet es übrigens immer noch ohne Ende. Ne? Jetzt ist mir gerade mein Auftragsprotokoll in die Pfütze geflogen, mehr oder weniger. Sieht aus wie Schwein, aber man kann es so lesen, das ist die Hauptsache. Ja, jetzt geht's zum nächsten und bis jetzt letzten Kunden. Der ist circa 3 Kilometer von hier weg. Und Gott sei Dank ist es diesmal kein MFG, sondern ein Vermittlungshäuschen, also da muss ich nicht ganz so aufpassen, wegen Regen und Feuchtigkeit. So, jetzt hatte ich noch Telefonate auf der Strecke ohne Ende. Keine Ahnung, was jetzt los war. Auf jeden Fall bin ich jetzt beim Kunden und klemme meinen Laser drauf. So,
Laser hängt wie immer drauf. Und jetzt geht's zur Vermittlungsstelle. Das sind nur ein paar hundert Meter. Ja, und unten rechts taucht die Vermittlungsstelle auf. Und Gott sei Dank ist es kein MFG, weil ja, es regnet und regnet und regnet. Ne? So, erstmal kurz eine Smoken hier. Ja, und hier ist das Arbeiten schon wesentlich angenehmer. Ne? Und jetzt mache ich mich mal an die Leitungssuche. Und schau mal. Ja, und hier blinkt's. Und wenn es blinkt, ist gut. Bevor jetzt wieder einer rummosert, ja, machst du die Fasern, die Optik nicht sauber? Nee, muss ich eigentlich nicht, weil da sind überall solche Schutzkappen drauf. Und hier haben wir die Gegenstelle oder die Gegenseite des Kabels der Faser. So, Kunde ist gepatcht. Was man hier jetzt schön sieht, hier sind jetzt noch genau 6 Ports frei. Ja, und dann muss hier erweitert werden mit einer Linecard, ne? Aber ist ja noch viel Platz. Ja, das ist übrigens der Switch, der sorgt übrigens für die Main-Verbindung zum Main-Standort sozusagen. Ich habe da einen Nokia-Teil, ne? Ja, aber ansonsten ist hier noch nicht allzu viel Technik verbaut, ne? Ist ein relativ neuer Standort. Und bei strömendem Regen und 6 Grad geht's wieder zurück zum Kunden. Wow, es hat aufgehört mit Regen. Ist es denn die Möglichkeit? Das war's. Ja, hat das eigentlich alles super geklappt, außer dass ich beim ersten Auftrag total an der falschen Adresse war, aber naja, passiert. Ja, und viele Kunden sind immer überrascht, dass man ein Deckt-Mobilteil direkt an eine Fritzbox anschließen kann. Ne? Das ist also tatsächlich so und eigentlich ein tolles Feature. Ne? So, ich fahre jetzt wieder Richtung Tuttlingen. Wow, und es regnet wirklich nicht. Grad, ja, und wir haben 7 Grad, ist doch gigantisch, oder? Und ich habe ja vorhin mal kurz darauf hingewiesen, dass ich zwischen zwei Kunden nur am Telefon war. Und zwar hat sich ein Auftraggeber gemeldet, ob ich auch an Installation, Wartung und so weiter von Kassensystemen interessiert bin und ja, ganz ehrlich, im Moment bin ich an allem interessiert, was irgendwie Umsatz bringt und Beschäftigung. Und ja, da werde ich mich jetzt heute Mittag noch ein bisschen reinfuchsen, da gibt es dann wohl eine Schulung demnächst. Und ja, also ich freue mich auf neue Herausforderungen, das kann ja nicht so schwer sein mit diesen Kassensystemen. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und fahre jetzt mal Richtung Heimat um 12 Uhr und 3 Minuten, ne? Also Kacke halt einfach und bin auf jeden Fall noch Standby, falls noch irgendwas geht. Na, vielleicht wird es ja doch noch mein Tag heute. Wir haben jetzt immerhin zweistellige Temperatur, 10 Grad. Die Sonne scheint so einigermaßen und ich habe einen Auftrag. Und zwar hier direkt in Tuttlingen bei einem Industriekunden, der bemängelt Abbrüche bei seinem S2M-Anschluss, also bei seinem Primär-Multiplex-Anschluss. Und ja, da tausche ich jetzt mal ein Modem, mache ein paar Tests und dann schauen wir mal, ne? Also, ein paar Minuten bin ich da. Ich bin beim Kunden vor Ort und der Schrank sieht ja auch richtig nice aus, ne? Das ist doch was für unser Forum. Genau. So, das ist das Modem, um das es geht. Das ist ein S2M oder SHDSL Modem. Und das macht eben hier einen Primär-Multiplex-Anschluss. Und der, oder hier soll es Abbrüche geben. Und da gehe ich jetzt mal und mache ein paar Tests, Bitfehler und tausche das Modem dann gegebenenfalls.
So, jetzt habe ich hier noch ein paar Bitfehler-Tests gemacht, konnte jetzt aber nichts feststellen, habe jetzt aber zur Sicherheit mal das Modem getauscht, weil kann ja sein, dass gerade wenn ich teste, ne, eben keine Fehler da sind. So, das war's. Also, wie gesagt, Modem jetzt mal getauscht, Kunde hat jetzt ein paar Testcalls geführt. Da gab es jetzt keine Abbrüche mehr, aber kann natürlich nur eine Momentaufnahme sein, weiß man nie so genau. Ja, Kunde wird es mal weiter beobachten und wenn noch etwas sein sollte, dann meldet er sich wieder. Ja, und ich mache jetzt auf jeden Fall Feierabend, 10 Minuten vor 3, aber ja, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen Standby, falls noch etwas geht.